Mein Name ist Lukas Scheel, ich bin Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising im Landesjugendverband in Oldenburg, also in der Jugendarbeit zu Hause und unterstütze dort, wo ich kann. Bei der Evangelischen Jugend Oldenburg bin ich zuständig fürs Fundraising und für die Öffentlichkeitsarbeit. Ich kümmere mich also darum, dass die evangelische Jugend in der Öffentlichkeit dargestellt wird, dass wir Publikationen machen, dass wir Giveaways machen, dass wir in Social Media auftauchen, dass wir im Rahmen von Fundraising bei Spenderinnen und Spendern, bei Ehrenamtlichen, also Zeitspendern, gut dastehen und mit denen in Kontakt sind. Fundraising ist für die evangelische Jugendarbeit so wichtig, weil es in Zukunft wahrscheinlich gerade im finanziellen Sektor noch weniger Geld geben wird. Da sind wir halt darauf angewiesen, dass die Leute, die uns unterstützen können und wollen, uns auch unterstützen und gerade die vielen Ehrenamtlichen auch bei uns sich wohlfühlen und gut aufgehoben sind und gerne ihre Zeit bei uns einbringen. In der Evangelischen Jugend Oldenburg sind wir auf breiter Fläche vertreten mit vielen Diakoninnen und Diakonen und Ehrenamtlichen vor Ort, die also ja klassisches Fundraising betreiben, ohne es direkt als Fundraising zu verkaufen, also oder selbst zu wissen, was Fundraising in dem Sinne bedeutet. Und wir sind dabei, nach und nach viel strategischer anzugehen, weil das so wichtig ist. Fundraising in der evangelischen Jugend zu starten, heißt vor allem erstmal auszuprobieren, Dinge zu machen, sich mit Menschen zu unterhalten, die schon Fundraising machen und tun und die gute Sache, die wir in der Jugendarbeit machen, einfach zu verkaufen und nicht immer zu denken, das interessiert da draußen gar keinen, weil das ist nicht so. Und wenn wir in der Jugendgruppe einen Döner essen, interessiert das die Menschen da draußen auch.